Hallo Klickenabendler, wir sind immer noch auf der BerlinCon, das ist gerade der letzte Tag und wir nutzen jede Minute hier, bevor die Messe hier gerade schon fast schließt, habe ich mir den Malte geschnappt von Ostia Spiele. Hi. Hi. Ihr habt auch eine Neuheit geplant für diesen Herbst, ist jetzt gerade im Druck, hast du auch gesagt? Ja, genau. Einmal unser Spiel Vilnius. Ist jetzt hier gerade das Handmuster, aber im Prinzip dürfte es 1:1 das Spielmaterial wahrscheinlich sein. Genau, die Grafiken sind schon so, wie sie auch im Druck sind, nur die Qualität ist halt noch selbst gebastelt. Okay. Um was geht's denn in dem Spiel? Generell, es ist ein 2-3-Personen-Spiel, kooperativ und... Warte kurz. Ja. Das ist ein Traum, ja. Aber ich glaube, man hört es trotzdem durchs Mikro eigentlich, aber okay. Du warst bei generell ist ein 2-3-Personen-Spiel? Genau, es ist ein 2-3-Personen-Spiel, ein kooperatives Spiel, das heißt 2-3 Spieler. Mach weiter, ist egal. Okay. 2-3 Spieler versuchen, die Stadt Vilnius vor den einfallenden Horden des Deutschritterordens zu verteidigen. Okay, das ist also, wenn wir verlieren, entweder komplett oder wir gewinnen, indem wir die Stadt gerettet haben. Genau. Man könnte am Ende, ist auch in der Regel beschrieben, noch einführen, dass man durch seine Aktion, also Einheiten und Gebäude, die man gebaut hat, in der Gunst von dem Großfürsten steigt. Da ist eine kleine Abwertung, wenn man wirklich wissen will, wer hat denn jetzt das meiste geleistet. Die Stadt, die wir verteidigen, liegt im Prinzip hier in der Mitte und die hat Lebenspunkte, nennen wir es mal so, oder Festungspunkte. Ja, genau. Und wenn das hier auf X landet, dann sind wir weg. Richtig. Also kann man relativ leicht sehen, wie wir verlieren. Genau. Und wie sieht man, dass man gewonnen hat? Man hat gewonnen, indem man diesen Deutschritter-Ordensstapel 2-mal durchgespielt hat. Die vorletzte Karte, die man hat, ist nämlich eine Verstärkungskarte. Das heißt, zu dem Zeitpunkt werden einmal alle Karten, die bisher auf dem Ablagestapel liegen, gemischt. Und greifen dann mit doppelter Stärke oder zumindest mit größerer Stärke an. Greifen dann mit größerer Stärke an und wenn man das dann nochmal geschafft hat, landet man beim finalen Ansturm. Und wenn man den überstanden hat, ist das Spiel ja, entweder gewonnen oder verloren. Gut, das heißt, wir haben eine Festung, wir haben einen Angreifer. Dann ist natürlich jetzt die Frage, wie bereiten wir uns denn auf den Angriff vor? Das ist relativ einfach. Das Spiel läuft hauptsächlich parallel. Und zwar besteht eine Runde aus 4 Phasen. Die erste Phase ist, wir entscheiden uns für unser Einkommen. Wir haben am Anfang ein paar Gebäude bereits ausliegen in unserem Viertel. Eins davon zeigt hier den Einkommenswert von 5 Karten. Das bedeutet, wir haben hier 2 Nachziehstapel, nämlich einmal Provinzen, die wir benutzen können, um neue Einheiten zu erwerben oder neue Gebäude zu errichten. Und wir haben hier einen Einheitenstapel, von dem wir nachziehen können. Das heißt, wir müssen uns jetzt bereits entscheiden, wollen wir eher auf Wirtschaft oder eher auf Militär gehen oder auf irgendeine beliebige Mischung davon. Der Trick ist, direkt nachdem wir uns für das Einkommen entschieden haben, muss jeder Spieler eine Ordenskarte ziehen und in seine Angriffsreihe legen. Ich kann das mal kurz machen. Die Angriffsreihe sagt an, wie lange sich der Orden sammelt, bevor er angreift. Hier ist ein Wert von 3 angegeben. Ich habe jetzt eine Karte gezogen, die einen Wert von 4 als Ordenswert aufweist. Das heißt, diese Angriffsreihe ist bereits vollständig und wird uns am Ende dieser Runde angreifen. Habe ich mich jetzt am Anfang bereits für Ressourcen entschieden und kein Militär aufgestellt, geht das mitunter schlecht aus. Das hat jeder von uns natürlich liegen, die 2 Stapel. Genau, das und ist jetzt nur der Aufbau auch einen für Gegner einen Spieler. Vor sich. Genau. Das passiert im normalen Spiel am Anfang nicht. Dafür sind ein paar Karten oben auf dem Stapel, wie die hier. Die haben keinen Ordenswert und die tun auch niemandem was, einfach damit die erste Runde völlig safe ist und man nicht eine böse Überraschung erlebt. Schritt Nummer 3 ist, wir verwenden unser Einkommen in der Stadtphase. Unsere Einkommenskarten, die wir gezogen haben, sehen beispielsweise so aus. Das heißt, wir haben Karten, die bringen uns einerseits Gold und Karten, die bringen uns andererseits Werkzeug. Wir können jetzt das Gold und das Werkzeug benutzen, um neue Gebäude zu bauen und neue Einheiten zu erwerben. Nehmen wir als Beispiel mal ein Gebäude wie das hier. Das kostet mich 1 Gold und 3 Werkzeug. Es ist vom Typ Lagerhaus. Das heißt, wenn ich es erwerbe, passt es hier links. Sieht man an der Grafik. Sieht man an der Grafik in der Ecke, genau. Und es kostet mich 1 Gold. Und ich hatte jetzt keine 3 Werkzeuge, von daher war es ein schlechtes Beispiel. Na doch, hier hast du doch einen Plus dabei. Ja, genau, das ist die Besonderheit. Ich habe hier nur 2 Werkzeugkarten. Das heißt, ich habe 2 Werkzeuge. Wäre ich im Besitz eines Hafens, hättest du da noch eins. Ja. Genau, wie zum Beispiel diesem Hafen hier. Da sieht man 2 Ressourcen abgebildet und hier eine Ressource, die dazu passt. Das heißt, besitze ich einen Hafen mit den passenden Ressourcen, schalte ich den rechten Teil der Ressourcenkarte auch noch frei. Dann heißt, mit diesem Hafen wäre diese Karte 3 Ressourcen, also 2 Werkzeug wert. Jo. Das wird bezahlt und abgelegt und dann kann man es bauen. Genau, das wird bezahlt und abgelegt. Jetzt hätte ich noch Gold über. Dafür könnte ich mir beispielsweise als Einheit noch einen Bauern kaufen.
Ein Bauer hat keine Voraussetzungen als Gebäude, kostet mich ein Gold, aber kein Werkzeug und stellt mir später im Kampf eine Waffe zur Verfügung. Das ist aber erst die nächste Phase. Sind alle Spieler fertig, darf man übrig gebliebene Ressourcen noch einlagern. Ansonsten kommen die auf einen Ablagestapel. Korruption gibt es halt überall. Man findet schon irgendwas, wo es versickern kann. Die nächste Phase ist die Kampfphase. Habe ich am Anfang Einheiten auf die Hand genommen, ist das schon mal gut für mich. Das ist übrigens, wenn man filmt, wenn abgebaut wird. Da muss man viel schneiden. So, als erstes überprüfen wir, wird überhaupt ein Spieler angegriffen. Jeder Spieler überprüft für sich, ob er angegriffen wird. Beispielsweise, hier hatten wir schon das Beispiel, dass ich einen Ordenswert von 3 habe und meine Karte 4 abdeckt. Das heißt, ich werde auf jeden Fall angegriffen. Dann gucken wir uns diese Einheitenkarte mal genauer an. Der linke Teil der Karte ist das, was ich als Waffensymbole stellen muss, um diese Einheit zu besiegen. Das heißt, wir hatten gerade einen Bauern, jetzt habe ich hier einen slawischen Axtkämpfer, der stellt mir ein Schwert, das ist gut, denn damit habe ich schon mal ein Schwert weg, fehlen noch 3 Schilde. Wenn ich eine Stadtwache auslege, habe ich 1 von diesen Schilden, mir fehlen aber immer noch 2, denn die dritte Karte, die ich habe, ist nur ein Bauer. Damit kann ich erstmal nichts anfangen. Aber wir erinnern uns, das Spiel ist kooperativ, ich habe ja Mitspieler. Das heißt, ich kann jetzt bei meinen Mitspielern anfragen, ob die eventuell noch 2 Stadtwachen haben, damit ich auf die 3 Schilde komme und dieser schwere Bogenschütze abgedeckt ist. Haben wir alle Einheiten auf diese Art und Weise besiegt? Ja, ist die Einheit weg und wir können einen Bonus beziehen. Für jeweils 5 Ordenspunkte, die wir besiegt haben, kriegen wir eine Bonuskarte. Das ist nichts anderes als eine Provinzkarte, die uns in der nächsten Runde zusätzlich zu unserem Einkommen zur Verfügung steht. Haben wir es aus irgendeinem Grund nicht hinbekommen, diese Einheit zu besiegen, dann läuft sie halt durch und verursacht Schaden. Unsere Zielkarte, die hier drauf auf unserer Ordenskarte liegt, sagt aus, was genau angegriffen wird. In dem Fall sieht man hier, es ist das Symbol von Vilnius, das passt schon ganz gut. 2 Flammen heißen, Vilnius verliert 2 Punkte. Das heißt, wenn diese Karte durchläuft und wir sie nicht aufhalten konnten, sind schon mal 2 von unseren 9 wertvollen Punkten flöten gegangen. Liegt hier hingegen eine andere Zielkarte, wie zum Beispiel, sich das in der Partie auch ja, dann? Okay. Wie zum Beispiel diese Karte hier, heißt das, ich persönlich werde angegriffen. Das sieht immer ein bisschen anders aus. Hier in dem Fall verliert Vilnius trotzdem einen Lebenspunkt, aber ich verliere zusätzlich eine von meinen Einheitenkarten vom Stapel. Das ist eine zufällige Karte, kann also sein, dass eine sehr, sehr teure Einheit dabei drauf geht. Haben wir das abgearbeitet? Ziehen wir uns eine neue Karte, denn unser Angriff hat stattgefunden, wir schmeißen unser bisheriges Ziel ab, ziehen uns eine neue Karte und bei der Gelegenheit zählen wir mal nach, was unsere Gebäude bisher an Ordenswert zur Verfügung stellen. Je mehr Gebäude ich habe, desto höher wandert diese Karte und desto länger dauert es, bis wieder angegriffen wird. Problem ist, ich habe ein bisschen mehr Ruhepause, aber der Angriff ist halt auch stärker, denn es sammeln sich mehrere Einheiten. Auf diese Art und Weise dreht sich das Ganze immer ein bisschen nach oben. Habe ich Einheiten von dem Angriff über? Wäre es noch doof, wenn ich die nicht noch arbeiten schicken könnte? Genau. Wäre es doof, wenn die jetzt einfach so in der Gegend rumsitzen und Däumchen drehen? Es gibt noch die Möglichkeit, dass ich nicht eine normale Gegnerkarte ziehe, sondern ein Gebäude, angemerkt durch das Unendlich-Symbol auf der Seite. Dieses Gebäude hat einen negativen Einfluss ab dem Moment, wo es ins Spiel kommt. Und der bleibt auch, bis wir alle zusammen dieses Gebäude wieder zerlegen. Das heißt, habe ich jetzt Einheiten von meinem Angriff über, weil ich entweder da gar nicht verteidigen musste oder zu viele Einheiten hatte, kann ich die jetzt auf die Gebäude loslassen. Man sieht, 8 Symbole sind nötig, ich habe nur 3. Ohne meine Mitspieler schaffe ich das gerade nicht, also Gebäude fällt aus. Die nächste Möglichkeit ist, es gibt Provinzkarten. Provinzkarten sind das, was wir schon verloren haben, bevor das Spiel angefangen hat. Denn wir erinnern uns, 1365 ist Vilnius abgebrannt worden, dabei sind auch jede Menge Provinzen in die Ordenshand gefallen. Die können wir uns natürlich zurückholen. Das heißt, für ein Schwert und ein Schild darf ich einmal in diesen Stapel reingucken und mir eine von den 3 Provinzkarten aussuchen. Was dann wieder eine dauerhafte Verstärkung ist. Was dann wieder eine dauerhafte Verstärkung für mich ist. Schaffe ich auch das nicht, weil mir beispielsweise mein Schwertkämpfer dafür fehlt, kann ich noch überlegen, ob ich eventuell ein Wachhaus habe, wo ich eine Einheit einlagere. Ansonsten wandern diese Einheiten auf den Ablagestapel. Und an der Stelle ist die Runde schon zu Ende. Der Startspieler wechselt und es beginnt von vorne. Wir haben hier so eine schöne kleine Auslage, die hilft auch beim Gucken, wie man die bauen kann, weil man hat ja Abhängigkeiten, ne? Genau.
Ich habe zum Beispiel hier oben über den Baracken das kleine Symbol für einen Schießstand. Ich darf da also einen Schießstand hinbauen. Und die Einheiten, die hier drunter liegen, es wird die Hölle zum Schneiden. Ich habe hier beispielsweise einen Schießstand und die Einheiten, die hier drunter liegen, benötigen auch alle den Schießstand als Voraussetzung. Dasselbe gilt hier für den Stall und hier unten liegt noch ein Söldnerlager. Das bedeutet, die Einheiten, die hier unten liegen, benötigen ein Söldnerlager als Voraussetzung zusätzlich zu dem Schießstand. Das ist nur so ein kleines Muster, wie man es anordnen kann, um nicht den Überblick zu verlieren, was an Einheiten gerade möglich ist oder wo ich überhaupt hin möchte. Dann noch der Kampf, wenn man natürlich zu zweit oder dritt spielt, dann ist ja der Kampf härter, weil sie alle angegriffen werden. Aber wir dürfen uns ja gegenseitig unterstützen und Einheiten dem anderen geben, wenn er sie braucht. Genau, das Einheiten geben ist ein ganz guter Punkt, denn ich kann nicht nur mit meinen Einheiten bei meinem Mitspieler mitkämpfen, sondern ich darf auch zwei gleiche Symbole gegen ein beliebiges anderes Symbol eintauschen. Ah, ja. Das ist besonders am Anfang ganz wichtig, wenn irgendwo ein Pfeil auftaucht und ohne Schießstand haben wir keinen Schützen, der den Pfeil liefern könnte. Kannst du zwei Sperre abgeben und sie halt. Genau, dann lege ich zwei Bauern zusammen und kriege da einen Pfeil raus. Und das Schöne ist, diese beiden Bauern müssen nicht mal auf meiner Hand sein, sondern ich kann auch mit einem anderen Spieler zusammen zwei Bauern zusammenstellen, die dann wiederum den Pfeil ergeben, der mir fehlt. Das war im Prinzip ein grober Überblick über fast alle Regeln. Genau. Das Ganze ist ein kleines Kartenspielformat bei euch. Richtig. Das hat dieselbe Größe wie alle anderen unserer Spiele auch, mit Ausnahme von Diruid, aber... Dann sind wir wahrscheinlich auch preislich ähnlich wie bei den anderen Spielen. Nicht ganz. Wir haben hier deutlich mehr Karten als das, was wir sonst herstellen. Das heißt, wir liegen hier im Basisspiel schon bei 22 Euro. Okay. Regeln sind dann für 2 bis 3 Personen drin. Genau. Regeln für 2 bis 3 Personen sind drin. Auch Deutsch-Englisch, wie immer. Und kaufen wird man es dann können ab Herbst auf der Messe in Essen, schätze ich mal, oder bei euch auf der Homepage. Man kann es bei uns bereits jetzt vorbestellen. Geliefert wird dann Richtung Messe und ansonsten der erste Auftritt des Spiels wird dann zur Messe in Essen sein. Finden tut man euch in Essen wie immer, glaube ich, beim Abacus Spielestand, schätze ich mal. Da haben wir ja immer so 2 Tische. Eigentlich nur einen, aber genau da findet man uns wieder, ja. Genau, wunderbar. Dann danke ich dir vielmals für die Zeit. Ja, ich danke euch fürs Hiersein. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne BerlinCon. Ja, doch. Ist schön hier. Und dann sehen wir uns aller spätestens im Oktober wieder. Alles klar. Bis dann. Dann freue ich mich auf euch. Ciao.